Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls 3. Beim letzten Mal, ja, haben wir uns ein bisschen im Kerker von Irithiel umgesehen. Hier ist ganz schön was los und hier ist ganz schön anstrengend durchzukommen. Aber wir haben es eigentlich ganz gut hingekriegt beim letzten Mal, muss ich sagen. Und wir wollen mal gucken, dass wir das jetzt auch noch hinkriegen. Wäre ja gelacht, wenn wir das nicht schaffen. So, wir haben beim letzten Mal ein paar Shortcuts freigeschaltet, unter anderem das Fenster. Hallo, Freundchen. Unter anderem das Fenster. Aber den Shortcut, den ich nutzen will, ist tatsächlich ein anderer. Und zack, ich muss aufpassen, da steht noch ein zweiter dahinter. Jetzt kommt ihr erstmal an. Aua! Ich muss halt aufpassen, dass der Typ da drüben mich nicht sieht. Aber der scheint mich noch nicht gesehen zu haben. Sehr gut, dann zack. Dann kann ich verhindern, dass er mir Lebensenergie abzieht. Und tschüss. Ja, ein bisschen hat er mir abgezogen, leider. So, ich glaube, ich kann den da rechts ignorieren und einfach hier lang gehen, ne? So, und ich glaube, hier war die Tür, genau. Da springen wir einfach runter. Und dann sind wir wieder bei unserem Fahrstuhl. Dann müssen wir nicht das ganze Gebiet nochmal machen. Und abwärts. So, jetzt müsste ich ja bald meine Energie wieder zurück haben. Aber gut, da wir jetzt eh gleich gegen noch mehr von den Typen kämpfen, ich würde auch sagen, bevor wir uns groß umsehen in dem Gebiet, werde ich versuchen, erstmal die ganzen Typen da wegzuhauen, weil die können echt anstrengend werden. Also die können einem, ich meine, ich will jetzt nicht halb das Ding absuchen, ich will das, wenn, dann gleich komplett absuchen, das ganze Gebiet. Und, oh, es sind so viele. Das wird so anstrengend, das kann ich euch sagen. Alter, wie viele es einfach sind? 2, 3, 4, 5. 5 Stück. 6. Noch einer? Kommt noch ein 7. Komm, 7. 7 ist eine gute Zahl, hä? Ah, ich glaube, es ist auch scheißegal. Ich hau einfach kurz rein. Ich mache eine Hit-and-Run-Taktik, ganz ehrlich. Ja, toll. Das war nicht gehittet. Das war daneben geschlagen. Jetzt kommen blöderweise die Ratten an. Habe ich das richtig gesehen? Da habe ich ja nun gar keinen Bock drauf, dass die Ratten ankommen. Und zack. Hit and run. Ah, die Ratten kommen da nicht durch. Okay, sie ziehen mir bloß wieder die Energie ab, die sie mir eh schon abgezogen haben. Deswegen nutze ich... Oh ja, der kommt nach. Das ist gut. Ist auch nicht so geil, wenn alle nachkommen. Oh, guck mal, meine Lebensleiste. Ich meine, die können mich damit, glaube ich, nicht töten, aber sie müssen mich ja nur noch mal anhusten. Boah, shit, und ich habe den Fahrstuhl runtergelassen. Also wieder hoch. Puh. Vielleicht sollte ich den doch unten lassen für den möglichen oder für den nötigen Rückzug. Alter, ist das einfach übertrieben, ne? Ich find's halt ein bisschen böse, dass man seine Lebensenergie dann wenigstens nicht zurückkriegt, weil das ist halt wirklich so ein Moment, wo du halt auch einfach nicht viel gegen machen kannst, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ne? Die müssen dich ja nur angucken, gerade in dem Raum hier. Zack, sehr gut. Damit wären 2 der 6 ausgeschaltet. Fehlen nur noch die 4, die ich da sehe. Ich meine, ich scheine auch nicht so sonderlich intelligent zu sein. Ich meine, deswegen ist ja natürlich da aber direkt ein Shortcut daneben, weil das halt so ein Gebiet ist. Wie gesagt, deswegen will ich auch ganz gerne erstmal die Typen hier ausschalten, bevor ich irgendwas anderes in dem Gebiet mache. Weil wenn ich anfange, jetzt hier gegen irgendwelche Gegner zu kämpfen und dann die sich einmischen, dann wird es halt erst richtig schrecklich. So, scheiß drauf. Angriff! Warum ist der nicht umgefallen? Ich wollte den jetzt tatsächlich eigentlich töten. Boah, es ist übertrieben, was die an Energie ziehen. Ich brauche 2 Estes, um das wieder aufzufrischen. Das Problem ist ja, ich hätte ja normalerweise kein Problem damit. Wie gesagt, weil das regeneriert sich ja jetzt eigentlich einfach wieder und... Ja, die ziehen es halt jetzt wieder ab. Die können mich dadurch ja nicht töten. Seht ihr, also ich meine, man könnte ja jetzt sagen, lass es doch einfach so. Das Problem ist, wenn die halt einen einmal auf so mega wenig Energie runtergebracht haben, dann reicht halt ein Huster halt wirklich aus, ne, um mich zu besiegen.
So, jetzt muss ich halt nämlich aufpassen. Genau, die machen nämlich diesen Angriff. Der ist zwar sau langsam und hat keine hohe Reichweite, aber wenn er dich erwischt, bist du tot. Ich glaube, ich verpiss mich lieber, hä? Hat er mich aus dem Auge verloren? Hat mich aus dem Auge verloren. Und wieder. Hit and run! So, jetzt noch den anderen. Das wäre ganz toll. Und dann sind es nämlich nur noch zwei. So, ich nehme mal nur einen Estes, weil die mir die Lebensenergie ja eh wieder abziehen. Wobei, jetzt müsste es gehen. Guck mal, jetzt sind es nur noch zwei. Und die sind aufgeteilt. Das heißt, ich kann den machen und dann den. So, solange die Ratten da nicht rauskommen, ist alles gut. Blut. Wo ist denn der letzte jetzt? Hier. Oh, es sind noch zwei. Es sind ja doch noch zwei, aber jetzt brauche ich nicht mehr ganz so ein extremes Hit'n'Run machen, wenn es nur noch zwei sind. Ich kann das einfach clever machen. Und zack, der hat seine Lampe gerade wieder ausgeschaltet. Schlechteste Idee. So, wo ist der andere? Wo hat der sich jetzt hin verzogen? Ja, und das war's dann auch mit dir. Boah, bin ich froh, dass ihr jetzt tot seid. Danke. Mein Gott. So, damit haben wir das Schlimmste geschafft. Oh, Alva-Set. Ist das nicht das von dem... Ist das nicht das der von dem Typen, der das Murakumo benutzt hat? Ja, genau. Die Ratten wollen die ganze Zeit mich angreifen, oder? Ich glaube, naja. Alva-Set. Das ist an sich auch ein ganz cooles Set eigentlich. Da. Stahlhelm von Alva, dem Sucher der Ausgestoßenen. Um Gewicht zu sparen, wurde der Helm auf das Notwendigste reduziert. Bis heute werden die Abenteuer und Reisen des Wanderritters Alva besungen, genau wie seine Begegnung mit Heiligen und Hexen. Selbstverständlich enden die meisten Lieder mit einer Tragödie. Alva-Rüstung. Das ist nochmal das Gleiche. Das ist nochmal das Gleiche. Ja, zu Alva werde ich gleich natürlich auch noch was sagen. Wenn wir noch eine gewisse Sache gefunden haben. Ja, solange die Ratten da nichts weiter machen. So, das heißt, jetzt können wir uns hier ganz gemütlich erstmal umsehen. Hallo. Was, echt? So, ein voll aufgeladener Schlag macht die fertig. Das ist gut, bevor die mich alle gleich angreifen. Weil die beiden da scheinen aktiv zu sein. Die drei da, das sind drei sogar. Gucken wir mal. Aber ich meine, das Gute ist, ich kann die halt in hier rauslocken. Weil jetzt hier Platz ist. Shit. Was machst du jetzt? Ah, der kotzt mich voll, der Wichser. Okay, ich muss aufpassen. Der Schaden ist nicht viel, aber wenn... Ja, ich brauche halt die Estes noch. Ich habe keinen Bock, das ganze Gebiet nochmal zu machen. Greift er mich an? Kann ich den da... Ach, wahrscheinlich kann man hier nicht richtig anvisieren, weil es so dunkel ist, ne? Shit. Ach, der kotzt wieder, ne? Hör mal auf zu kotzen. Ah, es ist widerlich. Oh Mann, komm schon. Ah, der andere kriegt zumindest noch mal nichts mit. Das ist hier zu dunkel scheinbar. Ah, die haben sehr geringe Verteidigung gegen Stiche, wie es aussieht. Das ist sehr schön. Warum kann ich den denn nicht anvisieren? Ja, never mind. Gottlose Kohle. Eine weitere Kohle endlich mal. Können wir mal wieder neue Waffen machen, was ich ja so oft gemacht habe bisher. Kohle, die für das, die für die Durchwirkung von Waffen genutzt wird. Überreste des Feuers, das die gottlose Hauptstadt niederbrannte, konserviert in einem eisigen Schädel. Dem Schmied im Schrein geben, um Edelsteine für die Durchwirkung dunkel, blutig und hohl zu machen. Ah, jetzt kann ich endlich blutige Edelsteine benutzen. So, machen wir mal hier auf. Ah. So, da. Och Gott, das ist ja noch eine Mimik. Warum sind hier so viele Mimics in diesem... In diesem Kerker, ganz ehrlich. Sind wahrscheinlich, um die Gefangenen zu ärgern. Oh, das war knapp. Die mit ihren scheiß Stichen, ey. mit ihren scheiß... Oh, das ist knapp. Triff schon, danke. Das war mir alles zu knapp gerade.
Titanitschuppe 2. Das ist eine seltsame Belohnung für eine Mimiktruhe, aber okay, von mir aus. Nehme ich. Nehme ich auf jeden Fall auch erstmal. So, da drüben ist noch ein Item, das sehe ich. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. So, da links waren die Ratten. Hier bin ich gewesen. Hier war die Kohle. Kann ich dann Andre geben. Kann ich hier aufmachen? Ja, kann ich. So, was haben wir denn hier? Gelbliche Asche. Und... Ach, der Dusk-Kronenring. Diese Dinger, die erschrecken einen dann doch immer wieder. Verringert Zauber-FP-Verbrauch, aber verringert auch TP. Dieser blattfarbene Kronring wurde der Prinzessin von Ulesil verliehen, dem alten Land der goldenen Zauber. Verringert Zauber-FP-Verbrauch, aber verringert auch TP. Ulesil ist gleichbedeutend mit seinen verlorenen Zaubern, welche die gelblichen Zauberer eifrig studieren. Dieser Kronring ist ein seltenes Artefakt dieses großen magischen Erbes. Ja, Dusk von Ulesil, habe ich ja schon öfter erwähnt, war ja die Prinzessin, die ja von Manus entführt wurde und die wir damals gerettet haben. Und die gelbliche, apropos, ich habe doch noch die andere Asche, die habe ich dir noch gar nicht gegeben, ne? Die Exkrementenbedeckte. Schattenasche eines Zauberers, der die goldenen Zauber eines längst vergessenen Landes erforschte, ermöglicht Erwerb neuer Gegenstände bei der Schreiendienerin. Sie wurden die gelblichen Gelehrten genannt und werden von törichten Zeitgenossen imitiert, die sich in gelben Gewändern kleiden. Ach, das ist wahrscheinlich dieser Xanthu dann auch, ne? So, jetzt gucken wir mal, da ist noch ein Item. Oh, da steht, guck mal, da steht noch so ein Typ. Da ist ja noch einer von denen. Und ich dachte, ich hätte die alle schon erledigt. Da ist ja tatsächlich noch einer von... Warum fallen die denn manchmal nicht um? Okay, was hast denn du hier noch bewacht? Ah, verschlossen. Da sitzt jemand drin. Mann, und hier komme ich nicht ran. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Kann ich das Ding noch aufmachen hier? Oh. Will ich das aufmachen, ist die Frage. Ich glaube, das wollte ich eigentlich nicht aufmachen. Der springt einfach erstmal durch die Decke. Oh Gott, der ist ja... Der hat ja voll Bock hier zu kämpfen, hä? Okay, den hätte ich vielleicht nicht befreien sollen. Vielleicht, das Dumme ist, diese Dinger kann ich nicht wieder zumachen. Oh, eine Glut, danke. Oh, ich kann dir voll unter den Rock gucken. Okay, wir haben hier jetzt noch drei Sachen, die wir noch nicht mit unseren Schlüsseln aufmachen konnten. Wir müssen mal gucken, dass wir irgendwann noch Schlüssel bekommen, um diese letzten Teile zu öffnen, muss ich mal sagen. Das wäre zumindest echt noch schön, wenn ich das noch hinkriegen würde. Noch diese letzten Zellen zu öffnen, die wir tatsächlich nicht öffnen konnten. So, dann gib mir mal ganz kurz noch dieses Item. Große Seele eines kampfesmutigen Ritters. Oh, und jetzt sind wir hier unten, was wir schon von oben gesehen haben, vom Kerker. Da waren wir da oben. Ich weiß gar nicht, ob man mit dem Katzenring theoretisch fallen kann, um ehrlich zu sein. Wie gesagt, ich glaube, wenn man halt sterben würde... Hallo, Gargoyle. Wenn man halt sterben würde, dann... dann gilt das nicht. Aber wenn man genug Lebensenergie hat in Dark Souls 3, kann man so einen Sturz ja auch überleben. Und dann könnte man mithilfe des Katzenrings ja gar keinen Schaden kriegen. Ui, der ist aber irgendwo hingeflogen, ey. Und tschüss. Ja gut, der war jetzt nicht so komplex. Da waren die Gargoyles früher scheinbar schon teilweise schon ein bisschen schlimmer. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. So, da drüben geht's auch noch irgendwo. Da kommen wir auf jeden Fall noch nach unten. Da ist eine riesig lange Leiter. Ja, klar, ne? Ja, ist klar, Freunde. Und hepp. Und hepp. Ach, guck mal, da ist ein Item. Das können wir uns dann ja eventuell mal angucken. Kann ich das von hier oben erreichen? Wahrscheinlich, aber vielleicht sollte ich erstmal schauen. Ach, guck mal. Das ist Gilligan aus Dark Souls 2. Das ist der Leiterbauer, deswegen liegt da auch eine Leiter daneben. Ausstrecken und einen untoten Knochensplitter. Oh, neat. Auf jeden Fall neat. So. Dann können wir mal zurückreisen. Gottlose Hauptstadt haben wir jetzt erreicht. Ich glaube tatsächlich, dass wir gar nicht leveln können. Das heißt, ich kann mal Zauber einkaufen.
Ja, das heißt, ich kann endlich mal Zauber einkaufen. Na gut, nicht, dass ich es vorher nicht gekonnt hätte, aber ihr wisst, wie ich das meine. So, erstmal gebe ich dir die Aschen. Hier, bitte, ich habe zwei. Fein Asch ist das? Okay. Let this ash bestow nourishment. Na danke. I only hope these new wares content thee. Alles klar. Und gelbliche habe ich auch noch. Passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. Danke. Okay. Hast du sonst noch irgendwas? Also hast du jetzt irgendwas Besonderes? So, verkauft aber immer noch nur kleine Titanitscherben, die alte. So, was hast du denn jetzt hier ganz Tolles dabei? Das ist alles das Gleiche. Ah, sie hat jetzt den Xanthus-Set hier. Ein gelblicher Übermantel, der mit einem Band aus Messingmedaillons verziert ist. Xanthus-Kleidung wird von Erforschern verlorener Zaubereien getragen, wobei die Anzahl der Medaillons ihren Erfolg dabei widerspiegelt. Die Forscher tragen sie mit Stolz, auch wenn ihre Bedeutung für andere verloren gegangen ist. Xanthus-Kleidung, von der goldenen Magie heißt es, dass sie das Licht manipulieren kann. Okay, ansonsten noch irgendwas Besonderes? Was hat die denn jetzt Neues reingekriegt? Das ist die Fackel, die gab es auch vorher schon. Ah, der Gewebetalisman. Ein Medium zum Wirken göttlicher Wunder. Der Talisman aus Segeltuch gehört zu den wenigen Dingen, die Herolde bei sich tragen. Um Wunder zu wirken, muss ein Talisman oder eine heilige Glocke angelegt und ein Wunder am Leuchtfeuer eingestürmt werden. Unbeugsames Gebet. Der Talisman ist auch neu, oder? Nee, der ist normal, das ist normaler. Das ist sonst noch irgendwas. Kann sein, dass einige von diesen Waffen vielleicht neu sind. Ich glaube, ja, hier, goldenes Kiefernharz gibt's jetzt. Mit Blitz auf jeden Fall. Ach, guck mal, wir können jetzt Seiljauche-Küchlein fallen lassen. Die können wir hinter uns fallen lassen. Toll, ne? Ansonsten gibt's jetzt hier irgendwie nicht das Geilste. Mhm. So, dann lass mich mal noch ein paar Zauber bei dir kaufen, mein Freund. Back again, I see. Perfect time. Da, 1500. Ah, okay, nur noch zwei. Insgesamt für 9000 noch, das kommen wir doch voran. How do you like gimmicks, friend? This is a sign, a cipher, employed by sorcerers who use quietude to their advantage. Okay, danke. Oh, Wappenring, ruhender Drache. Wie viele von diesen Wappenringen gibt's denn? With this, you can be sure to tell friend from foe from your very first encounter. Mm-hmm. It's a very old practice at this point, but one that you deserve to know. Mm-hmm. I don't mean to seem inextricable. Okay. I hope. Ich guck die mir mal kurz an. Safe. Guck ich mir die mal. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte die wechseln. Zu der, die er mir gerade gegeben hat. War das das? Nee. Gebet. Stiller Verbündeter. Lass mich das mal. Was ist denn das? Ach, das ist Knien. Okay. So, und dann der Wappenring ruhender Drache. Da, Wappenring ruhender Drache. Der Ring einer heimlichen Zauberergilde aus Windheim, der Heimat der Zauberei. Er verbirgt die Geräusche des Trägers. Die Drachenschule hatte die eigentliche Hoheit über Windheim und hatte viele fähige Assassinen zur Verfügung. Das haben wir ja schon gehört, dass die teilweise Assassinen hatten. Und jetzt hört mal. Man hört unsere Schritte nicht mehr. Das ist eigentlich ganz cool. Ist wahrscheinlich am sinnvollsten, wenn man irgendwen invaden will. Muss man ganz klar sagen. Muss mein Ring. Wenn man irgendwen invaden will, dann kann man sich schön an den heranschleichen. Bei den meisten Gegnern bringt das, glaube ich, jetzt nicht so viel. Also ich glaube, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ob man sich dann auch näher an Gegner heranschleichen kann. Ich glaube, ich habe Greyred versaut. Mist. Er ist nicht so schlimm, ich werde dann erzählen. Greyred ist sowieso jetzt nicht die Questline, die ich jetzt unbedingt zu Ende bringen musste. Ich glaube, die habe ich versaut. Na gut, was soll's. Bei der weiß ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, bei der habe ich mich auch vorher informiert, aber ich dachte, dass ich es richtig gemacht hätte, um ehrlich zu sein, aber scheinbar habe ich es nicht richtig gemacht. Naja gut, was soll's. Vielleicht hätte ich den, ach keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so wirklich. Warte mal, ich kann mal eine Sache noch probieren, aber ich glaube, selbst wenn das gehen würde, wäre es zu spät. Ich glaube, es geht gar nicht, weil ich ja schon eine bestimmte Sache gemacht habe.
Und selbst wenn es gehen würde, wahrscheinlich hätte ich das so rum machen sollen. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Da hätte ich eine andere Quest aber ein bisschen anders machen müssen. Das ist ein bisschen. Das ist halt das Problematische. Du kannst halt. Also, ich glaube, es wäre gegangen, wenn ich es ein bisschen anders. Aber ich weiß halt nicht. Die Frage ist, was der Trigger ist tatsächlich da bei der Questline. Wie gesagt, bei der Questline, die ist jetzt eh nicht so extrem. Da werde ich dann einfach erzählen, was sonst ist. Hey, Patches. Patches Hocke. Hello again. Welcome to Patches Boutique of Wonders. Was? Can't resist it, can you? My sumptuous selection. Nein, überhaupt nicht. Kann ich mit dir reden? We're just a couple of outcasts. Let's make the best of it. Na gut, okay. Wait. Okay. Der hat tatsächlich nichts Neues. Der verkauft halt einfach Abfall, der Typ, ne? So bescheuert. Ach komm, den Ring kaufe ich mir auch jetzt einfach. Der dritte verstärkt. Nicht, dass ich ihn nutzen würde, aber hey. Thanks, good compere. Nicht, dass ich ihn nutzen würde, aber ich mag die Idee einfach von dem Teil, um ehrlich zu sein. Ich mag einfach die Idee. Gut. Soweit, so gut. Ich kann noch mal den Estus verstärken mit Knochensplitter. Habe ich das eigentlich beim letzten Mal? Ich glaube, ich habe zwei Knochensplitter dabei, oder? Ja, Tatsache. Krass. Okay. Auf wie viel ist denn der jetzt schon? Auf plus 8 schon. Wir haben schon 12 Estus auf plus 8. Das ist echt nicht schlecht. Gut, dann geht's aber zurück zur göttlichen Hauptstadt. Wie gesagt, Greyrat, muss ich mal gucken. Das ist ein bisschen schade. Wäre schön gewesen, wenn wir das hingekriegt hätten. Also, ich meine, ich weiß noch nicht, ob es verkackt ist. Wir werden später sehen, ob es verkackt ist. Wer ist das denn? Ist das Xanto? Nee, das ist einfach okay. Der hat einfach nur den Kopf auf. Gut, beim nächsten Mal geht's dann runter in die gottlose Hauptstadt. Und gucken mal, was es mit den ganzen Sachen da unten auf sich hat. Da unten ist auf jeden Fall schon wieder ein Gargoyle. Es geht, glaube ich, auch hier drüben noch lang. Da drüben war ja noch ein Item. Wir gucken mal, wie wir das Ganze machen werden. Aber ich würde sagen, wie wir das machen, das seht ihr dann erst in der nächsten Folge von Let's Play Dark Souls 3. Bis dahin,